Schönen Sonntagvormittag, herzlich willkommen bei der ORF-Pressestunde am Tag 6 des zweiten Lockdowns. Wir haben in diesen Wochen die Parteichefs und Chefinnen der 5 Parlamentsparteien in die Pressestunde eingeladen. Heute zu Gast ist Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen. Guten Tag und danke fürs Kommen. Ja, auch schönen Sonntagvormittag und danke für die Einladung. Gerne. Das Studio hier ist gut belüftet und größer als üblich, um den Sicherheitsabstand einhalten zu können. Es wird natürlich um das Corona-Krisenmanagement gehen, aber auch um die Folgen nach dem Terroranschlag in Wien und die Machtkämpfe innerhalb der Wiener Grünen. Die Fragen stellt mit mir gemeinsam Doris Vettermann von der Kronenzeitung. Herzlich willkommen. Schönen Sonntag. Herr Vizekanzler, vor einer Woche hat die Regierung Österreich in den Lockdown geschickt und dazu gesagt, als Erste sperren die Schulen wieder auf und der Handel, und zwar am 7. Dezember. Ist das fix? Ja, fix ist in diesen Zeiten nichts, aber es ist das Ziel und ich glaube, das wird auch so eingehalten werden. Also mein persönliches Anliegen ist, dass die Schulen jedenfalls öffnen, und zwar in vollem Umfang. Sie sind ja jetzt auch teiloffen, das ist auch gut so. Und wir werden den Plan, denke ich, halten können. Aber abhängen wird ja das alles vom sogenannten Infektionsgeschehen, und zwar nicht nur von den absoluten Zahlen, die wir da täglich beobachten, sondern vor allem, wie es auf den Intensivkapazitäten, intensivmedizinischen Kapazitäten aussieht und wie die Dynamik der Ausbreitung ist. Also wie stark das runtergeht oder wie stark später einmal alles wieder raufgeht. Also wir werden jedenfalls schrittweise und vor allem behutsam nur lockern und öffnen können. Wir haben derzeit ungefähr 6.000 Neuinfektionen pro Tag. Was ist denn der Wert, wo wir hin müssen, wo Sie sagen, jetzt können wir wirklich beginnen, wieder zu lockern? Ja, mit der Frage habe ich mich auch schon öfter beschäftigt. Wir sind aber gut beraten und wir lassen uns da ja auch beraten durch die Expertenstäbe und die Krisenstäbe, dass was anderes wichtiger ist. Ich habe es versucht schon anzudeuten, weil es mir auch so geht. Es ist wichtiger, die Beantwortung der Frage, wie halten wir das Niveau und die gute Betreuung auf den intensivmedizinischen Kapazitäten und überhaupt in den Spitälern. Das ist das eine, das hängt ja dann von mehreren Faktoren ab. Und noch wichtiger ist, was das Infektionsgeschehen betrifft, wie ist die Dynamik? Es ist nicht nur, ob es jetzt an einem Tag 100 mehr oder weniger sind, es ist vor allem die Frage der Abnahme. Wenn man so will, wenn wir kurz wissenschaftlich gescheit sein wollen oder dürfen, dann geht es um diesen berühmten Reproduktionsfaktor. Wenn der spürbar deutlich unter 1 geht und das längere Wochen anhält, dann ist es gut. Warum? Weil dann steckt jeder nicht eine weitere Person an, sondern durchschnittlich viel weniger. Momentan sind wir da circa bei 1, soweit ich mich informiert habe. So, und dies, davon wird es abhängen. Und die Reduktionen der Zahlen werden umgekehrt genau das widerspiegeln, was wir sonst bei der exponentiellen Zunahme haben. Ja? Also das heißt, wenn es scharf, stark runtergeht, das werden wir aber erst in ein, zwei Wochen sehen, dann haben wir gute Möglichkeiten, hier schrittweise zu öffnen. Ganz wesentlich dabei sind ja Hygiene- und Präventionskonzepte. Welchen konkreten Plan gibt es für die Schulen, damit bis zum Ende der Pandemie der Schulunterricht vor Ort stattfinden kann? Was wird da jetzt konkret ausgearbeitet? Ja, das sind mehrere Punkte, die der Bildungsminister vorantreibt oder ja auch schon begonnen hat. Neu hinzugekommen ist ja im Übrigen, dass die Lehrerinnen und Lehrer, im Übrigen auch die Menschen in den Kinderbetreuungseinrichtungen am 5.6., so ist das, denke ich, jetzt festgelegt, getestet werden sollen mit den Schnelltests. Das ist sicher eine zusätzliche neue Maßnahme. Und ansonsten wird es darum gehen, dass die Möglichkeiten, die sich in den Schulen bieten, wie Entflechtung in den Klassen, wie unterschiedliche Beginnzeiten beim Unterricht und Ähnliches mehr noch einmal zu überprüfen und in Stellung zu bringen. Aber im Prinzip sind die Schulen ja nicht der Infektionstreiber wie andere gesellschaftliche Ereignisse. Trotzdem ist es richtig, dass auch von dort Infektionen ausgehen. Das ist klar, das wollen wir ja gar nicht leugnen. Also wird es da um einen guten Kompromiss gehen. Wir müssen ja mehrere Ziele verfolgen. Und das ist uns Grüne und mir persönlich wirklich wichtig. Bildung ist auch ein großer volkswirtschaftlicher Faktor, unabhängig von den persönlichen Erfolgschancen der betroffenen Kinder oder Jugendlichen. Und deshalb soll alles getan werden, und das liegt eben auch am Bildungsminister, dass hier am 7. geöffnet werden kann und mit zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen. Für alle, für Volksschulen, für den Pflichtschulbereich, für Oberstufen. Das wäre das Ziel.
Sie haben jetzt gerade selber die Massentests angesprochen. Bundeskanzler Sebastian Kurz ist mit der Ankündigung dieser Maßnahme vor einigen Tagen vorgeprescht. Tatsächlich ist es jetzt im ersten Schritt einmal ein Zielgruppenscreening. Es kommen, wie Sie schon gesagt haben, die Pädagogen, dann kommt die Exekutive. Das weitere Konzept ist eigentlich noch ziemlich vage. Die Bundesländer sind dementsprechend skeptisch. Jetzt ist das ein Vorgehen, das wir eigentlich in den letzten Wochen und Monaten von der Regierung schon kennen. Es wird was angekündigt und erst dann gibt es das Konzept. Wäre es nicht vernünftiger, das umgekehrt zu machen? Ja, ich denke, die Idee, die damit verfolgt wird, ist einmal eine plausible und gute. Im Wesentlichen arbeiten ja unter der Koordinierung des Bundeskanzleramts, das Verteidigungsministerium, dann Schulen betreffend das Bildungsministerium und natürlich federführend mit das Gesundheitsministerium daran. Und eine Maßnahme anzukündigen, wenn sie einmal grob geplant ist, ich glaube, dagegen spricht ja nichts. Der Herr Bundeskanzler hat es hier an diesem Tisch vor einer Woche gemacht. Waren Sie überrascht von dieser Ankündigung? Nein, wir haben ja vorher schon Gespräche geführt. Ja. Wann was angekündigt wird, da kann man immer drüber diskutieren. Würde es nicht angekündigt werden, haben wir auch schon die Rückfragen gehabt, oder die manche, ich ja weniger, aber die Kritik, warum wird denn das nicht früher angekündigt, dass man sich besser darauf einstellen kann. Also das ist immer ein Abwägen. Wichtig ist ja, dass am Schluss die Maßnahmen halbwegs funktionieren. Das sind ja schwierige Zeiten. Einfach ist das alles ja nicht, das wird Sie nicht wundern. Und jetzt geht es eben darum, schrittweise vorzugehen. Es behauptet ja niemand, dass da unkoordiniert und wahllos durch die Gegend getestet wird, sondern weil das gar nicht so einfach ist, ja, ich gebe Ihnen ja völlig recht, wird ja schrittweise begonnen und ich das halte wirklich für gescheit, für schlau, mit bestimmten Gruppen, die eh schon riesig sind. Das sind ja über 200.000 Menschen, wenn es um die Schulen und um die Kinderbetreuungseinrichtungen geht, dass man hier beginnt und dann schrittweise weiter tut. Für die Gesamtbevölkerung wird es nur dann einen Sinn haben, wenn wir das in Abständen machen. Und auch das ist ja jetzt mittlerweile klar und auch darüber haben wir uns verständigt. Und das ist ja auch in anderen Ländern so, dass man draufkommt, dass das nur einen Sinn hat, wenn man das in bestimmten Abständen macht. Das ist eine riesige logistische Herausforderung und ich glaube, dass da ganz gut daran gearbeitet wird. Mich würde interessieren, können Sie garantieren, dass jeder, der sich testen lassen will vor Weihnachten, unabhängig der Zielgruppenscreenings, getestet wird vor Weihnachten? Und jeder, der das nicht will, keine Einschränkungen hat, wenn er nicht zum Test geht? Jetzt Weiteres kann ich schon mit Ja beantworten. Also das ist im Wesentlichen auf Freiwilligkeit aufgebaut. Das wurde ja von allen schon so angekündigt. Und das Erstere, was wollen wir garantieren in dieser Zeit? Ich verstehe schon die Intention der Frage und das ist ja ein beliebtes Fragespiel. Aber ich wäre, glaube ich, falsch an der Stelle, wenn ich was garantieren würde, wo ich es nicht genau sagen kann. Aber mir ist es wichtig, dass die meisten, vielleicht alle, die Gelegenheit kriegen, sich vor Weihnachten testen zu lassen. Das ist jedenfalls der Ziel. Das Ziel, da wird mit Hochdruck daran gearbeitet. Aber ich glaube, die Pressestunde wäre verfehlt besetzt von mir, wenn ich jetzt da sitzen würde und sage, ich, Werner Kogler, garantiere, dass jeder 4 Tage vor Weihnachten sich testen kann. Aber das war fast 9 Millionen. Das ist die Erwartung der Bevölkerung aufgrund der Ankündigung der Regierung. Die Erwartung der Bevölkerung wird ja dadurch mitgesteuert, dass wir sagen, wozu das Nutze ist. Natürlich sollen sich möglichst viele beteiligen. Es ist ja gar nicht sicher, wie viele sich beteiligen. Und wir wollen das ja herbringen. Sie haben ja nach Garantien gefragt. Ich gebe keine Garantien ab. Schon gar nicht, wenn ich nicht unmittelbar zuständig bin. Aber wir arbeiten ja gerne mit an der Regierungsspitze, das zu koordinieren. Ich bin schon zuversichtlich, dass da was gelingt. Momentan beobachten wir das in Südtirol. Da wird das dieses Wochenende gemacht. Aber natürlich ist es für 500.000 Einwohnerinnen und Einwohner leichter als für fast 9 Millionen. Muss man schon sehen. Aber die Ziele sind klar. Und das wird jetzt mit Hochdruck daran gearbeitet. Kommen wir zum Handel. Der ist ja einer der ersten, der auch wieder aufsperren soll nach dem Lockdown. Wir konnten es jetzt beobachten in den vergangenen Tagen, bevor eben der Lockdown begonnen hat, hat der Handel, man kann fast sagen, so Shopping-Corona-Partys noch veranstaltet mit Lockangeboten. Es gab tausende Menschen in Einkaufszentren, Menschenmassen in den Geschäften, riesige Schlangen vor den Geschäften. Die Politik hat zugeschaut und nichts gemacht. Jetzt sind Sie als Bundesregierung auf der anderen Seite aber in der Lage, ein ganzes Land zuzusperren und Ausgangsbeschränkungen zu erlassen. Und sowas kann man nicht unterbinden? Ich habe es überall so, aber
ist schon eine andere Frage. Tatsächlich hat es einzelne Hotspots solcher beschriebenen Ereignisse gegeben, denke ich, zumindest wenn man die Social Media verfolgt. Ich war mit dem Innenminister in Kontakt und ja, das wird so sein, dass gerade bei bisher schon verhaltensauffälligen Möbelhäusern, ich sage das so direkt, ist mir wirklich ein Anliegen, weil das ist nicht hinnehmbar, was da sich manche geleistet haben, aber auch bei manchen Einkaufszentren verstärkt kontrolliert wird. Und das beginnt im Übrigen damit, dass die 10-Quadratmeter-Regel einmal von vornherein eingehalten wird. Ich bin sehr daran interessiert, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer, die das ja dann mit zu verantworten haben und eigentlich die Normadressierten, wie man so schön sagt, dieser gesundheitspolitischen Verordnungen sind, dass die das einmal ausweisen und entsprechende Zähleinrichtungen vorweisen, gerade in den großen Einrichtungen. Aber so weit, so gut. Und ich glaube schon, dass wir nicht jedes Geschäft kontrollieren sollen, können, nicht einmal wollen. Aber dort, wo Verdacht besteht, man muss es wirklich so sagen, muss man das machen und das wird auch so kommen. Ich habe mir das mit dem Innenminister so abgesprochen. Zur Erklärung, 10 Quadratmeter-Regel heißt, dass pro 10 Quadratmeter Verkaufsfläche eine Person anwesend sein darf. Das wäre ein Punkt in so einem Hygienekonzept. Gibt es noch weitere Punkte, die verpflichtend werden, damit ich als Unternehmer, als Handelsunternehmen aufsperren darf am 7.? Das ist die wichtigste Regel, der Regelungsbestandteil. Der ist aber ohnehin schon verordnet und das ist das Um und Auf, denke ich. Und sonst dürfen alle Branchen unabhängig der Größe etc. am 7. Dezember aufsperren, auch wenn da direkt danach der besonders starke Einkaufssamstag, der 8. Dezember kommt. Das werden wir uns noch anschauen, aber es ist jedenfalls das Ziel. Was heißt das, keine offenen Geschäfte am 8. Dezember? Jetzt ist der Stand der, dass sie offen sind. Ich gehe davon aus, dass wir diese Ziele erreichen, dass wir am 7. wäre es, der Montag, hier wirklich wieder die nächsten Öffnungsschritte machen können. Das ist aber vordringlich noch einmal beginnend bei den Schulen. Und was den Handel betrifft, wird es deshalb gut sein, wenn wir bis zum 24. So viel wie möglich Öffnungstage, bis auf die Sonntage, ich sage es gleich dazu, herkriegen, weil ja das auch eine gewisse Entflechtung der Kundenströme, wie das so schön heißt, erzeugt. Also das nicht so bestimmten Zeitpunkten zu viele Menschen dann einkaufen gehen. Und ein Verständnis muss man schon auch für den Handel haben, für die Einzelhandelsverkaufshäuser, aber meinetwegen für größere, weil die große Konkurrenz ist ja der Onlinehandel. Und diese Abwägung haben wir ja dauernd zu treffen. Mir ist es nicht egal, wie in ein Jahr oder in zwei Jahren die Handelsstruktur, gerade was die kleinen Händlerinnen und Händler betrifft, in Österreich aussieht. Und da haben momentan aufgrund dieser Pandemie, die sich niemand gewünscht hat, und dieses heimtückischen Virus, die Situation, dass der Onlinehandel und damit große weltweite Player massiv bevorzugt sind. Also werden wir auch was tun müssen, dass die Möglichkeit zumindest besteht, da halbwegs gut über die Runden zu kommen. Deshalb gibt es ja auch diese, denke ich, mittlerweile sehr, sehr schnell funktionierenden und großzügigen Wirtschaftshilfen, gerade auch für Handelsbetriebe. Da würde ich gerne einhaken, wenn Sie schon die großzügigen Hilfen ansprechen. Heißt das im Umkehrschluss für all, das ist 80% Umsatzersatz, geht dann im Handel gestaffelt nach unten auf bis zu 20%, je nach Sortiment. Für alle, die nicht aufsperren dürfen am 7. Dezember, Gastronomie, Hotellerie, haben Sie noch gar nicht erwähnt, dass die möglicherweise dabei sind, wird es für die weiterhin, wenn sie zubleiben müssen, diesen großzügigen Umsatzersatz geben? Es wird jedenfalls Unterstützung und Hilfen geben, weil wir wollen ja diejenigen, die ohne die Krise nicht in die Pleite geschlittert werden, alle wird man nicht retten können. Es gibt da das System, das ich ja für sinnvoll halte, dass sich die Wirtschaft auch verändert. Aber alle diejenigen, die ohne diese Krise gut gewirtschaftet hätten oder weiterarbeiten hätten können, dass wir die natürlich im Visier haben, im positiven Visier, um zu helfen, wenn man so will, zu retten. Und das würde bedeuten, beim Wiederaufsperren gibt es ja, fürchten wir, das muss man einfach ehrlich sagen, trotzdem Umsatzverluste weiterhin. Ja. Da wird es dann Kostenzuschüsse geben. Momentan haben wir ja das Modell, dass wir zwischen 80% und 20%, Sie haben es erwähnt, die Umsätze ersetzen. Das hat den Vorteil, dass das über die bestehenden Systeme im Finanzamt ganz rasch ausgezahlt werden kann. Das ist ja vor allem für die Beschäftigten gut, dass die Weihnachtsgelder gezahlt werden können etc. Was wir nicht wollen,
und schon gar nicht auf die Dauer und im Durchschnitt, dass es zu massiven Überförderungen kommt. Das ist auch klar. Und würde das Ganze noch viele Monate gehen, muss man da Deckel einziehen. Momentan haben wir ja aber die Deckel durch die Europäische Union. Das muss man ja sehen. Das ist einerseits bei 800.000 Euro. Wir wollen da nicht so sehr ins Detail gehen. Aber grosso modo ist das ausgewogen. Und was jetzt gelungen ist, ist mit diesen Hilfen, dass bei den Gastronomen und bei der Hotelbranche haben wir es ja schon, dass da kann beantragt werden, online, und die Gelder sind schon geflossen innerhalb von ein paar Tagen. Das ist alles schon passiert, wenn beantragt wurde. Und das Gleiche gibt es jetzt für den Handel. Und trotzdem nehme ich mit, sozusagen, dieses Hilfsmodell ist nicht sicher, dass das ab dem 7. Dezember für diese Branchen Hotellerie, Gastronomie gelten wird. Na, das muss man sich anschauen, wie lange das dann weitergeht. Wir würden ja vorschlagen, dass man das dann irgendwann deckelt, weil es gibt ja mittlerweile so viele Förderinstrumente, dass es am Schluss nicht sinnvoll sein kann, dass bestimmte Betriebe oder Branchen mehr Gewinn machen als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, wo es gar keine Pandemie gegeben hat, und die Allgemeinheit zahlt das. Das ist ja ein vernünftiges Grundprinzip. Nur momentan ist es so, dass man davon ja im Durchschnitt natürlich, im Einzelfall ist es immer anders, ja weit weg sind. Und ich bin froh, dass diese Hilfen so großzügig sind und auch so schnell funktionieren. Deutschland braucht viel länger. Die haben das vorher angekündigt und die werden das erst Ende November auszahlen, wenn sie zu Rande kommen. Aber ich bin froh über diese großzügige Hilfe, weil sie am Schluss, wir wollen da keinen falschen Klassenkampf an der Stelle, weil es ja am Schluss vor allem um die Beschäftigten geht. Stichwort Gastronomie und Hotellerie. Gibt es für die irgendeine Perspektive, wann die wieder aufmachen? Wird es irgendeine Art von Winterurlaub, Skiurlaub in Österreich überhaupt heuer geben? Das wird von mehreren Dingen abhängen. Das ist davon, wie weit wir das Infektionsgeschehen runterdrücken können und in der Folge, was für ein Zutrauen dazu da ist. Erstens von den Nachbarländern, Stichwort Reisewarnungen, und auch von der europäischen oder von den Bevölkerungen, die ja gerne nach Österreich auf in der Regel Winter- und Skiurlaub fahren, wie die das dann auffassen. Das kann ich nicht prognostizieren. Aber dazu ist es natürlich besonders nützlich, dass wir mal die Zahlen sehr, sehr weit runterkriegen. Und deshalb ist ja das auch letztendlich diese gesundheitspolitische Maßnahme, auch eine wirtschaftspolitische Maßnahme, selbst wenn man vorübergehend Betriebe schließen muss. Aber viel wichtiger, ehrlich gesagt, wenn ich das da mal einflechten darf, ist ja, dass wir den Blick auf das Große und Ganze nicht verlieren. Es geht doch nicht nur um einzelne Branchen, es geht ja darum, dass wir nach dem, und das funktioniert jetzt wirklich sehr gut, retten und helfen und überbrücken. Da sind manche, diese zum Beispiel Branche, besonders betroffen. Auch wenn die Stadthotellerie in 2 Jahren noch nicht so ausschauen wird wie jetzt. Aber insgesamt geht es doch darum, dass wir uns aus der Krise heraus investieren. Das betrifft ganz viele Wirtschaftszweige. Und da haben wir ja die gute Nachricht, dass wir mit den Milliardeninvestitionspaketen, die jetzt schon beginnen, aber vor allem im 2021er Jahr, sich voll entfalten werden, hier echte Konjunkturprogramme starten, wo wirklich wieder neue Jobs entstehen. Das ist ja auch wichtig. Wir können nicht nur das Alte konservieren. Wir müssen modernisieren. Und wie geht das? Mit Ökologisieren und Digitalisieren. Und da sind viel, viel mehr Mittel losgeeist, als wir jemals erwarten durften. Und das wird seine Wirkung eben entfalten. Neue Jobs ist das Stichwort. Derzeit sind 450.000 Menschen in Österreich arbeitslos. Es hat bereits zweimal eine Sonderzahlung für sie gegeben, 150 Euro pro Monat. Die aktuelle zweite Sonderzahlungsregel läuft mit Ende November sozusagen aus. Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Arbeitslose noch einmal eine dritte Sonderzahlung bekommen? Naja, wollen wir mal festhalten. Ich glaube, ich bin im Juni an diesem Tisch gesessen. Da hat man uns nicht einmal zugetraut, dass wir eine erste Zahlung zustande kriegen. Und mittlerweile, das wurde erst in dieser Woche endgültig fixiert. Richtig ist, ich habe mich da sehr dafür eingesetzt. Es war nicht immer gleich einfach, dass wir zweimal 450 Euro Zahlungen an Arbeitslose haben. Wird es das ein drittes Mal geben? Das werden wir schauen, was das beste Instrument ist. Wir haben ja jetzt auch die Aufgabe, vor allem eine Arbeitsstiftung einzurichten. Da sind 700 Millionen reserviert in diese Richtung, dass wir auch in dieses Umsteuern kommen. Aber jetzt ist es einmal gelungen, wenn man so will, 900 Euro für dieses Jahr herzubringen. Wenn Arbeitslose
auch eine Familie haben und zwei Kinder, dann sind es noch einmal zweimal 360 Kinderbonus, das sind ja 1620 Euro. Ich denke, das ist schon eine sehr gute Unterstützung und das machen wir ja auch gerne. Ich halte das auch für sinnvoll und für notwendig. Aber wie es weitergeht, werden wir verhandeln und ich kann Ihnen jetzt noch nicht sagen, was die sinnvollsten Maßnahmen sind. Ich weiß nur, dass es viel, viel wichtiger ist, zu schauen, den Arbeitsmarkt überhaupt wieder zu beleben. Da ist diese angesprochene Arbeitsstiftung von Interesse. Da gibt es auch den Bildungsbonus dafür. Das sind jetzt schon 180 Euro für jeden Einzelnen pro Monat, wenn man sich zusätzlich, also wenn man arbeitslos ist, in Ausbildung begibt. Und mit diesen Arbeitsstiftungen wird es um zwei große Dinge gehen. Wahrscheinlich werden wir mehrere brauchen. Beispielsweise aus dem Tourismussektor. Leute herüberzuziehen im besten Sinne des Wortes und für die Pflege auszubilden. Und im ganz anderen Segment geht es um eher technische Berufe, weil diese Umwelt- und Klimaschutzinvestitionen sehr viel damit zu tun haben, im Ingenieursbereich, im Elektrikerinnenbereich und, und. Wir haben momentan derart dicke Klimaschutzprogramme für das nächste Jahr, dass nicht einmal sicher ist, dass das alles gleichzeitig geschehen kann. Es werden neue Firmen entstehen, die werden neue Jobs nachfragen. Und das ist ja gut so. Das Umwelt- und Klimaschutzprogramm wird zehntausende Jobs nächstes Jahr generieren. Und die müssen wir überhaupt erst einmal besetzen. Ich möchte noch ganz kurz bei den aktuellen Auswirkungen des Lockdowns bleiben und so mancher kuriosen Regel, nämlich wer schließen muss. Da ist es so, dass Buchgeschäfte zu sind, keine Abholung der Waren anbieten dürfen, Waffengeschäfte sind offen, Reisebüros müssen offen bleiben, wollen lieber zusperren, Kunden dürfen gar nicht hingehen, weil die Ausgangsbeschränkungen gelten. Wie können Sie das alles erklären? Ja, ganz gut. Also, wenn man ein Argument vertiefen darf, dann würde ich es versuchen. Ja, also die Waffengeschäfte würden selber gern zugesperrt werden, weil sie nämlich dann diese große Umsatzhilfe kriegen würden. Warum sind die nicht durchgehend zu? Kann ich Ihnen gleich sagen, ich bin allerdings dafür, dass an Privatnachfrager ab nächster Woche keine Waffen mehr verkauft werden. Das habe ich ja mit dem Gesundheitsminister, mit dem Bundeskanzler so besprochen, nur damit das klar ist. Aber man muss schon aufpassen, ein ehrliches Wort, dass wir jetzt nicht angesteckt von den Oppositionsbänken uns da irgendwo in raviate Echokammern hineinhyperventilieren. Es hat seinen Sinn, warum bestimmte Dienstleistungen, und das sind keine körpernahen Dienstleistungen, offen sind. Da geht es um die Büchsenmacher und das ist deshalb wichtig, weil nämlich die Jagdpächter und die Jäger das beruflich erledigen müssen, was zu erledigen ist, wenn es Tierseuchen gibt, dass die hier entsprechende Produkte nachfragen können. Und das ist gar nicht einmal so weit hergeholt, weil wir gerade am Land wissen, dass die Menschen im Osten von Österreich hier mit der afrikanischen Schweinepest konfrontiert sind. Ich erlaube ihm wirklich, das so auszuführen, weil da einfach auf völlig faktenwidrig herumpolemisiert wird. Also was ist die richtige Lösung für private Nachfrager? Der braucht sich jetzt keine Waffen kaufen, das ist eh klar. Aber das, was es braucht für die Gesellschaft, diese Dienstleistungen, und die sind ja kategorisiert in den Not- und Sicherheitsdiensten, die waren im Frühjahr auch offen, das soll nicht nur, das muss offen sein. Und da geht es um ein entsprechendes Gewerbe. Bei den Buchhändlern ist es so, dass das ein normaler Handel ist. Und das schmerzt mich hier auch sehr, wenn es den Buchhändlern nicht gut geht. Ich gehe ja selber immer zu den Kleinsten in Graz. Man hat ja da seine Vorlieben und Kontakte. Und ich kenne die Situation dort ganz genau. Ich darf Ihnen aber trotzdem dazu zusagen, der Onlinehandel ist dort erlaubt und auch wünschenswert. Man kann die Bücher telefonisch bestellen und man kann sie wo hinschicken. Das ist doch völlig logisch. Und wissen Sie, wovon die Buchhändler viel, viel mehr haben werden und was die Grünen herverhandelt haben, jetzt eben schon und das ganze nächstes Jahr? Was jahrelang verlangt wurde, aber nie jemand zustande gebracht hat, ist die Reduktion des Mehrwertsteuersatzes von 20% auf 10%. Jetzt wird er reduziert von 20% auf 5%. Das heißt, die Buchhändler werden nächstes Jahr von dieser Sache sehr, sehr viel haben. Das ist auch gut und richtig so. Die haben dann pro verkauften Warenstück um 15% mehr. So, darum geht's. Ja, also ich möchte wirklich dafür plädieren, dass wir uns da auf die Hauptschauplätze konzentrieren und nicht auf den Nebenschauplätzen abarbeiten. Ich würde Sie noch ganz gerne Ihre Funktion als Kulturminister auch ansprechen. Die Kultur war einer der ersten Bereiche, die zugesperrt haben, sind, so wie es aussieht, wahrscheinlich auch einer der letzten, die wieder aufsperren
dürfen oder werden, hatten aber sehr gute Sicherheitskonzepte, ob das jetzt im Theater, in der Oper, in Kabarettvorstellungen, das hat eigentlich alles sehr gut funktioniert. Was sagen Sie da den Kulturtreibenden, den Kulturhäusern und den Künstlern? Naja, die Frau Staatssekretärin Mayer und ich sind ja sehr viel in Kontakt mit den entsprechenden Vertreterinnen und Vertretern der Kulturbranche. Das ist natürlich alles sehr schmerzlich, das tut ihr uns mindestens so weh. Allerdings, ich korrigiere Sie nur ungern, aber in Österreich war es so, dass die Veranstaltungen und die Kultureinrichtungen im Vergleich zu anderen, fast allen anderen europäischen Ländern als letztes zugesperrt haben. Wir haben uns sogar den Vorwurf gefallen lassen müssen, dass wir dort viel zu viele Personen zulassen. Am Schluss waren es immer noch indoor, also in Innenräumen, 1000 Personen. Ja, warum haben wir das gemacht? Weil die Schutzkonzepte gut waren. Sie haben in der Regel auch funktioniert. Nur auch ein ehrliches Wort, momentan, wenn man nicht einmal mehr 20% der Infektionsketten nachverfolgen kann, kann keiner sagen, wer sie wo angesteckt hat. Ja, es gilt im Übrigen auch für den Sport, der mir ähnlich lieb ist wie die Kunst und Kultur. Das heißt, es ist jetzt darum gegangen, überhaupt einmal die Kontakte zu reduzieren in allen gesellschaftlichen Bereichen. Und deshalb ist das so. Ich glaub, die Kunst- und Kulturbranche haben auch ein Anrecht, dass sie entsprechend unterstützt werden. Und da haben wir jetzt auch anständig investiert. Es gilt hier für jene Veranstalterinnen und Veranstalter, die mit dem Finanzamt entsprechend verbunden sind, genauso die Umsatzersätze kriegen. Das haben wir sonst auch nicht überall. Und die einzelnen Künstlerinnen und Künstler werden für diesen November und dann denke ich, für die fortfolgenden Monate ebenfalls noch einmal mit Sonderzahlungen hier entschädigt. Das ist ja das Wichtigste. Aber wann Sie wieder aufsperren dürfen, ist genauso offen wie bei der Gastronomie und bei der Hotellerie. Das ist richtig, das ist offen, weil wir ja nicht wissen, wie schnell und wie gut dieser Lockdown funktioniert und wie es dann im Dezember gelingt, die Zahlen entsprechend unten zu halten. Das muss man ja im Auge haben, das sollten wir ja gelernt haben, weil ich kann das ja gerne machen. Zugegeben, die zweite Welle eine Spur unterschätzt wurde, und zwar sowohl von ihrer quasi Kraft und Gewalt, als auch von der Ausbreitungsgeschwindigkeit als solcher. Weil die Verdoppelungszahlen haben sich ja auch noch ständig in die Höhe geschaukelt. Also waren es vorher mal 3-4 Wochen, waren es am Schluss eine Woche. Und dazu haben wir eine Grafik vorbereitet. Das muss man im Auge haben, mehr sage ich ja nicht. Ja? Wir wollen ja nicht so kompliziert werden. Im Auge haben das ist das Stichwort. Ich würde die Regie nämlich bitten, die Grafik dazu einzuspielen, dass die Zuseherinnen und Zuseher sehen, wovon wir reden. Sie können es auch hier rechts auf einem Monitor sehen. Das ist die Entwicklung der Infektionszahlen weltweit und man sieht, dass mit Stand Freitag Österreich bei den Corona-Neuinfektionen unter den Ländern mit 1 Million Einwohner immer noch Rekordhalter ist. Welche Fehler hat die Bundesregierung gemacht, dass diese Situation derart eskaliert ist? Wenn man über mehrere Wochen das betrachtet, wird es da auch ausgeglichene Verläufe geben und ich plädiere wirklich dafür, dass wir uns das dann mit dem Rückblick von einem Jahr anschauen, was wo wie funktioniert hat. Aber im Prinzip ist es doch so, dass es in allen, europäischen Ländern einen ähnlichen Verlauf gibt. Bei manchen war der Höhepunkt der Welle früher erreicht, bei anderen später, bei manchen wird sie vielleicht erst kommen. Und auch die Maßnahmen sind in den meisten Ländern ähnlich. Und deshalb glaube ich, dass es jetzt darum geht, dass wir beobachten müssen, wie das funktioniert mit dem Niederdrücken der Infektionszahlen. Das hatten wir schon. Also Sie sehen keine Fehler bei der Bundesregierung und auch der Lockdown ist nicht zu spät gekommen. Gemessen daran, was wir uns für Ziele gesetzt haben, wenn ich das ausführen darf, denke ich, dass er nicht zu spät gekommen ist. Wir wollten ja mehrere Ziele unter einen Hut bringen. Nicht sofort wieder die Wirtschaft, die Schulen etc. zuzusperren, sondern es daran zu bemessen, dass diejenigen, die ein intensivmedizinisches Bett brauchen, auch eines bekommen sollen. Und das hoffentlich, denke ich, wird gelingen. So, das ist das eine Ziel gewesen. Und das andere ist, dass wir auch das gesellschaftliche Leben nicht völlig auf Null drehen wollten. Und ehrlich gesagt war es nicht so schlecht, dass wir einen halbwegs normalen Sommer gehabt haben, denke ich. Aber ja, ich stimme völlig überein, wenn Sie insinuieren, dass das dann unterschätzt wurde von manchen, ich denke auch von mehreren Institutionen oder letztlich auch in der Bevölkerung. Aber was wir daraus lernen können, ist doch, dass wir da gemeinsam jetzt das in der Zukunft
da und dort noch viel besser machen werden. Und ich beziehe mich da auf ein paar Punkte, die mir immer wichtig waren. Das können Sie auch nachverfolgen. Das ist einerseits, wenn die Zahlen dann wieder herunter sind, für die Zukunft gesprochen, ja, die regionale Bekämpfung der Ausbreitung des Virus. Es wäre auch in den nächsten Monaten dann und zu Jahresbeginn gut, wenn irgendwo in Österreich ein Cluster auftritt, dass man den ganz Österreich runterfahren muss, sondern dass die Bezirksbehörden und die Landesbehörden hier eingreifen zunächst. Das ist doch gut. Die Voraussetzungen wurden dafür geschaffen. Es wurde nur zu wenig umgesetzt. Und das habe ich auch schon kritisiert. Aber mir geht es jetzt nicht darum, da weiter Fehlersuche zu betreiben und zuzuweisen. Im Übrigen, die Grünen haben da durchaus eine Fehlerkultur. Der Herr Gesundheitsminister hat öfter eingestanden, wenn wo was schiefgegangen ist. Aber für die Zukunft geht es genau darum, dass wir diese Regionalisierung, die regionale Bekämpfung wieder organisieren und das Contact Tracing innerhalb von 24 Stunden hinkriegen. Das ist die meiste Mitte. Das Stichwort ist Fehlerbekämpfung. Sie haben vor kurzem eigentlich auch für Sie ungewöhnlich scharf die Bundesländer kritisiert. Sie haben ihnen vorgeworfen, nicht vorgesorgt zu haben, den Vorsprung verspielt zu haben, sich zurückgelehnt zu haben. Macht man sich da als Bundesregierung nicht ein bisschen einfach, wenn man die Verantwortung auf die Bundesländer abschiebt? Das sehe ich ja gar nicht so. Alle haben hier im österreichischen Föderalismus eine Aufgabe. Die Bundesregierung hat Aufgaben, aber die Bundesländer haben auch Aufgaben. Und diese beiden Punkte, die ich da erwähnt habe, wir haben ja extra gesetzliche Möglichkeiten geschaffen, regional dagegen zu halten. Das haben manche auch gemacht. Ich habe ja auch ausdrücklich den Landeshauptmann Haslauer gelobt, der übrigens jetzt Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz ist und mit dem ich in vielen Punkten, aber auch da, ein gutes Einvernehmen habe. So geht's. Ja, die haben relativ rasch reagiert, als in einem bestimmten Bezirk was aufgetaucht ist. Dass es am Schluss immer noch nicht ganz gelungen ist, ist einmal eine zweite Frage, aber so könnte es gehen. Aber was nicht hinnehmbar ist, glaube ich, und da werden alle dran arbeiten, ist, dass von einem Symptomauftritt und die Betreffenden wo anrufen, wie sie das ja eigentlich vorgesehenerweise gehört, bis einmal jemand zum Testen da ist, bis das Testergebnis vorliegt und bis dann die Kontaktpersonen ermittelt sind, dass das 10 bis 14 Tage dauert. Das ist in manchen Bundesländern passiert. Ich will da jetzt keine negativen Beispiele nennen. Aber das muss sich auf 24, die ganze Kette 24 Stunden, 24 Stunden, 24 Stunden einrichten. Und da brauchen wir die Landesbehörden und die Bezirksbehörden dazu. Das ist im Übrigen ein Erlass des Gesundheitsministeriums. Und das kennen wir schon seit dem Frühjahr. Ich hätte noch eine letzte Frage zur Fehleranalyse. Das schon, aber es wurde nicht immer eingehalten. Und meine Hoffnung ist, und wir werden da darauf hinarbeiten, wir haben nächste Tage schon eine Konferenz mit den Landeshauptleuten wieder, dass es dann gelingt. Und wir vom Bund, weil das ja die Frage war, sind ja gerne bereit, immer noch mehr Personen, das ist ja sehr personenintensiv, zur Verfügung zu stellen, um dieses sogenannte Contact Tracing. Das haben ja die Länder teils auch kritisiert, dass sie nicht genug Hilfe eigentlich vom Bund bekommen haben. Also mein Wissensstand ist, dass hier immer wieder die Personenangebote ausgeweitet wurden. Aber wir machen das sicher gerne, dass alle, die gebraucht werden, hier zur Verfügung gestellt werden, zusätzlich. Im Übrigen wird man da auch mit anderen technischen Hilfsmitteln vorgehen können, weil das, wenn das einmal bestimmte Höhe erreicht hat, gar nicht so einfach ist, dass man das ohne IT-Unterstützung hinkriegt. Letzte Frage zum Corona-Thema. Und das kann man nicht ersparen und ausspannen in Tagen wie diesen, denn in Pflege- und Alterheimen sind die Hälfte aller Corona-Toten innerhalb von 40 Tagen zu beklagen gewesen. Das war ja immer das Ziel, die Risikogruppen besonders zu schützen. Warum sind Sie da gescheitert? Woran hapert es da? Na, erstens denke ich, dass die Konzepte, die auch in den Verordnungen drinnen sind, also zuerst waren es Leitlinien, dann waren es tatsächliche Verordnungen aus dem Gesundheitsministerium, hier genau den Weg vorgeben, nämlich mit doch Besuche zu ermöglichen, momentan einmal in der Woche von einer Person und mit negativem Test oder mit einer entsprechenden besonderen Schutzmaske. Das kann man sich alles im Detail anschauen. Die Kontrolle, weil Sie das erwähnt haben, die Kontrolle dieser Sache und überhaupt ist die Zuständigkeit für Pflege und Pflegeheime ist Ländersache. Also wieder ein Thema für die Länderkonferenz. Ich würde sagen, nicht nur wir versuchen ja alles da bereitzuhalten und zur Verfügung zu stellen. Ich sage aber auch dazu, dass es da entsprechende Leitlinien und mittlerweile sogar Verordnungsvorgaben gibt. Und ich gehe davon aus, dass das in Zukunft besser kontrolliert wird. Aber ich bitte auch da um Verständnis.
schauen wir uns die Entwicklungen in allen europäischen Ländern an. Und wenn wir dann meinetwegen März nächsten Jahres zurückschauen auf ein Jahr, dann kann man das, glaube ich, gesamt besser bewerten. Ich will da heute hier keine Schuldzuweisungen machen, sondern wie es eben besser gehen könnte. Nehmen wir mit, ziehen wir einen Schlussstrich unter das Corona-Thema und kommen wir zu einem Thema, das ganz Österreich Anfang November schockiert hat, nämlich der Terroranschlag in Wien. Nach allem, was wir bis heute wissen, hätte man schon gegen den späteren Attentäter im Vorfeld rechtlich einschreiten können. Das ist nicht passiert, Stichwort der versuchte Munitionskauf in der Slowakei. Jetzt haben Sie ein Antiterrorpaket vorgelegt, das Strafrechts- und Opferschutzexperten als emotionalen Schnellschuss bezeichnen und vor überschießenden Verschärfungen und ausgehöhlten Grundrechten sprechen. Wozu braucht es dieses Paket mit diesen einschneidenden Maßnahmen, wenn man das womöglich verhindern hätte können? Nein, das sind mehrere Dinge auch in diesem Paket drinnen. Also zuallererst geht es doch darum, dass wir über eine Untersuchungskommission anschauen, was hier wirklich passiert ist. Tatsächlich zeichnet sich ab, mit hoher Wahrscheinlichkeit, so viel kann man ja jetzt schon sagen, dass hier massive Fehler passiert sind im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Aber Sie warten ja die Ergebnisse der Untersuchungskommission gar nicht ab, weil die legt den Endbericht im Jänner ab und das Gesetzespaket soll schon im Dezember vorliegen. Ja, verschiedene Teile. Es gibt einen Zwischenbericht im Dezember dieser Untersuchungskommission und dann einen Bericht im Jänner. Das ist jedenfalls der Fahrplan. Und die Justizministerin hat ja gesagt, dass diese Ergebnisse genau eingearbeitet werden. Aber da sind Sie ja bei mir ohnehin an der richtigen Adresse. Ich sehe das Paket tatsächlich als Ganzes. Ich habe das im Nationalrat bei der ersten Sitzung, die nach dem Terroranschlag war, ganz klar adressiert. Es ist offenkundig, dass im BVD, weil darauf zielt ja das ab, was Sie hier zu Recht einbringen, offenkundig massive Missstände herrschen. Ich sage das gerne nochmal, massive Missstände, mit höchster Wahrscheinlichkeit von dort auch sehr viele Fehler ausgegangen sind, sodass auch mit der bestehenden Gesetzeslage zumindest dieser Terroranschlag hätte verhindert werden können. Und warum ändern Sie es dann, die Gesetzeslage? Ja, das ist ja zweite Frage, weil es nämlich auch andere Gefährdungslagen gibt und nicht nur die eine hier. Aber das ist ja zweite Frage. Die erste Frage können wir ja gerne weiter mitbeantworten. Natürlich geht es darum, dass es Berichtsverpflichtung geben muss für die entsprechenden Ämter und Dienste an die Justiz. Weil dann hätte dieser Täter schon längst wieder dem Gericht vorgeführt werden können und eingesperrt. Er war ja eigentlich nur in einer Probezeit. Um das geht es ja genau. Aber wenn es diese Fehler passiert sind, dann muss man sie abstellen. Und das ist mit Sicherheit im Zentrum dieser Reform. Eine Reform des BVD, also dieser Einheit im Innenministerium, an Haupt- und Gliedern. Gut, Fehler sind ja aber nicht nur im BVD passiert, es sind ja auch an anderen Stellen Fehler passiert. Die Informationen, die eigentlich alle notwendig waren, waren ja da. Es haben nur die einzelnen Institutionen und Behörden halt einfach nicht miteinander kommuniziert. Jetzt sagt der Bundeskanzler, in dem Antiterrorpaket kann, soll auch drinnen sein, der Paragraph, dass wenn ein Gefährder entlassen wird, so wie bei geistig abnormen Rechtsbrechern, dass er dann bis zu lebenslang in den Maßnahmenvollzug kommt, also bis zu lebenslang weggesperrt wird. Wagen wir mal ein ganz kurzes Gedankenexperiment. Die Grünen wären jetzt noch in der Opposition. Was würden Sie denn zu diesem Gesetzesvorschlag sagen? Naja, Sie haben aber noch eingangs den aktuellen Fall beschrieben. Und da geht es jetzt wirklich, das muss man wirklich noch einmal festhalten, da geht es ja eben genau darum, dass diese Berichtspflichten verbindlich gemacht werden. Dass es auch, wir sagen Ihnen die Kaskade, die es hier braucht, ja, weil es geht sicher nicht, dass man lebenslang, wenn wegsperrt und wegschaut, das ist ja völlig, das gibt es ja in keiner demokratischen, liberalen Rechtsordnung, da komme ich gerne noch darauf zurück. Nein, das hat er erstens so nicht gesagt und zweitens würde es jemand sagen, hielt ich es für einen Unsinn. Aber weil es jetzt noch einmal darum geht, mit den bestehenden Rechtsmöglichkeiten was zu tun, das
hat doch auch damit zu tun, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung und die auf den Ländern hier eine Überwachung einmal für gefährliche, noch dazu verurteilte Terroristen organisieren müssen. Das ist in der, weil Sie das ja erwähnt haben, da ist es ja tatsächlich so, dass in der Kaskade davor noch ganz viel getan werden muss. So. Da gibt es aber auch einen neuen Vorschlag dazu, nämlich sozusagen die Überwachung. Es hängt in Wahrheit zusammen. Sie wollen ja auch Gefährder nach verbüßter Haftstrafe noch elektronisch überwachen mit Fußfessel. Da sagen auch Strafrechtsexperten, das ist ebenso wie die Maßnahme, die die Kollegin angesprochen hat, im Maßnahmenvollzug verfassungsrechtlich nahezu unmöglich und schwer bedenklich. Deswegen meine Frage, dieses Gesetzespaket, muss das im Rahmen der jetzigen Verfassung möglich sein oder sind die Grünen auch bereit, die Verfassung für diese zwei Punkte zu ändern? Naja, Moment. Die Grundeinordnung ist immer entlang der Grundrechte und der Europäischen Menschenrechtskonvention. Das ist das eine. Was wir abwehren müssen, und das ist ja im Interesse der Grünen auch, dass es terroristische, gewalttätige, durch Gewalt verherrlichende Ideologien, Angriffe auf unsere liberale Demokratie und unseren liberalen Rechtsstaat gibt. Das kann aber umgekehrt natürlich nicht heißen, dass wir Elemente dieses liberalen Rechtsstaats bei der Gelegenheit gleich entsorgen. Das ist das Spannungsfeld, in dem man sich da bewegt. Und da gibt es einen Haufen guter Antworten, die im Übrigen jetzt im Justizministerium ausgearbeitet werden, mit den Expertinnen und Experten. Und es werden auch jene kontaktiert, die hier vielleicht schon Bedenken gehabt haben, und auch mit dem Verfassungsdienst. Also, aber Sie haben ja nach diesen beiden, Änderungsmöglichkeiten gefragt. Ja, selbstverständlich ist das auch im Rahmen der Verfassung zu organisieren. Ich denke, man braucht sie nicht ändern. Aber mir geht es ja darum, was zunächst sinnvoll ist. Und dann, man braucht ja ein Ziel und dann eine Maßnahme. Und dann die, wenn überhaupt notwendig, an welchen Stellen gesetzliche Änderungen. Und was muss das Ziel sein? Das Ziel muss sein, dass Rückfallstäter, gefährlich erkannte Rückfallstäter, auch im terroristischen Bereich, dann, wenn sie schon verurteilt wurden, von nichts anderes reden wir, auch erstens überwacht werden können. Im Übrigen geht das anders in der Phase, wo man bedingt entlassen wurde und entsprechende Auflagen hat. Diese Frist soll ja verlängert werden, weil das würde dazu führen, dass man in der jetzigen Rechtsordnung schon ganz viele Jahre hat, wo man das entsprechend beobachten kann. Möglicherweise auch mit elektronischen Hilfsmitteln. Für die Zeit, wo der ganze Strafvollzug zu Ende ist, wird wieder der Verfassungsschutz aufgefordert sein, hier eine Überwachung zu organisieren. Das fordern ja wir die ganze Zeit. Wir waren nicht 20 Jahre Innenminister. Das waren im Wesentlichen, denke ich, 18 Jahre Schwarze. Damals haben sie noch nicht Türkis geheißen. Und 1,5 Jahre Blaue. Nur damit das einmal klargestellt wird. Da kommt ja alles durcheinander. Klargestellt, eines möchte ich schon noch klarstellen. Moment, und jetzt geht es ja darum, dass man mit, noch einmal, mit den bestehenden Mitteln was zustande bringt und bei diesen Änderungen nur dort was vornimmt, was überhaupt notwendig und sinnvoll ist. Und im Rahmen der Verfassung, habe ich Sie da richtig verstanden, keine Verfassungsänderung? Wenn es irgendwo aufgrund der Ziele, die wir hier besprechen, und im Rahmen der Europäischen Menschenrechtskonvention und unter Einhaltung der Grundrechte eine Verfassungsänderung brauchen würde, dann wird man darüber reden müssen. Ich sage das so offen. Ich glaube nicht, dass es das braucht. Ich halte es auch nicht für erstrebenswert. Aber man muss ja, wenn man da sitzen und Ihre Kolleginnen und Kollegen zuhören, in der Journalistenbranche oder auch sonst Leute zuschauen, man muss ja mal über die politischen Ziele Auskunft geben können. Und die sind, dass wir gefährliche Rückfallstäter nicht unbeobachtet herumlaufen lassen wollen. Und zweitens, wenn es notwendig ist, das ist ja auch in diesem Übereinkommen so drinnen, im entsprechenden Ministerratsvortrag, wenn es notwendig ist, auch, ich kann das durchaus offen ansprechen, im Maßnahmenvollzug eine Unterbringung vorzusehen. Und die Frage der Überwachung mit auch elektronischen Hilfsmitteln habe ich ohnehin schon beantwortet. Wunderbar, vielen Dank. Dann wollen wir zu einem anderen Thema kommen, das völlig aus den Schlagzeilen verschwunden ist, obwohl es eben diese im September dominiert hat. Das war das abgebrannte Flüchtlingslager Moria und die Debatte, ob Österreich 100 Flüchtlingskinder aufnehmen soll. Sie haben am 12. Dezember bei einer Wahlveranstaltung der Wiener Grünen gesagt, wir werden auf Bundesebene nicht locker lassen. Was haben Sie seither unternommen?
Ja, tatsächlich sind wir in Kontakt mit sehr vielen kirchlichen Organisationen, Hilfsorganisationen, auch mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der ÖVP im Übrigen, die hier sich angeboten haben, Plätze bereitzustellen. Von der Stadt Wien ist ja bekannt, dass 100 Plätze bereitgestellt werden. Und die Bundes-ÖVP, wie sind da die Gespräche? Ja, da kann ich Ihnen berichten, dass wir noch da tatsächlich kein Ergebnis haben. Wir aber dranbleiben, wir haben da noch nicht ausreichend überzeugt. Aber man muss ja das Ganze auch so verstehen und auch so argumentieren. Und dann wird es am Schluss insofern etwas helfen, weil ja auch in der ÖVP hier ganz viele Stimmen es gibt, die das so sehen, wie ich jetzt noch ausführen möchte. Es ist kein Drama. Es ist kein Drama, wenn man das Angebot der Stadt Wien annehmen würde, 30, 40 Kinder mit den dazugehörigen Familien hier aufnimmt. Da wären wir im europäischen Solidaritätskonzept drinnen. Es haben im Übrigen erst ganz wenige Länder wirklich Kinder aufgenommen, das muss man auch dazu sagen. Aber um diese Quoten würde es da gehen. Deutschland hat jetzt gerade wieder Menschen aufgenommen. Ja, ich weiß, Deutschland und Frankreich und Luxemburg, aber viel mehr werden sie mir nicht aufzählen können. Das macht ja nichts. Ich bin ja trotzdem dafür, dass wir das hier machen. Obwohl, das muss man schon dazu sagen, ja, Österreich hat die ganzen Jahre auf dem Gebiet durchaus Anerkennenswertes geleistet. Das mit Schweden und Deutschland zusammen sind wir hier bei denen, die am meisten Flüchtlinge aufgenommen haben, auch bis heute. Das ist ja nicht so, dass keine Asylanträge gestellt werden würden. Aber das ist trotzdem eine sehr, sehr wichtige Sache. Dafür engagiere ich mich, dafür brennen wir auch. Es ist richtig, da haben wir den Koalitionspartner noch nicht überzeugt. Aber es könnte ja gelingen, wenn wir hier gemeinsam weiter so vorgehen. Alle die Institutionen, die ich da genannt habe, und dann spricht ja nicht so viel dagegen, dass wir das Angebot etwa der Stadt Wien aufnehmen oder jener Gemeinden, die ohnehin schwarze oder türkise Bürgermeisterinnen Stadt oder Bürgermeister Wien, haben. Stadt Wien ist so ein wunderbares Stichwort für die Wien-Wahl. Das ist die Wiener Landesgruppe der Grünen ist die mächtigste, wichtigste, größte Landesgruppe. Und die versinkt komplett in Machtkämpfen. Birgit Hebern wurde von der Basis als Spitzenkandidatin nominiert, als Parteichefin gewählt 2019 und vor wenigen Tagen von einem 16-köpfigen Rathausclub entmachtet. Sie nimmt nicht einmal ihr Gemeinderatsmandat an. Das wirft für mich die Frage auf, ob die Basisdemokratie, wie sie im grünen Grundprogramm steht, ob das die grüne Basisdemokratie ist und wie das zusammenpasst. Ja, ich nehme die Frage gerne. Ich möchte nur zu den Begründungen was sagen. Es war ein super demokratisches Experiment, wenn man das gewürdigt, dass hier eine Spitzenkandidatur gewählt wurde. Das ist geschehen. Und die Wahl war ja sehr, sehr erfolgreich. Fangen wir mal dort an. Das ist ein historisch bestes Ergebnis, so wie in vielen anderen Bundesländern auch. Seit die Grünen ihre Wiederauferstehung organisiert haben. Und trotzdem entmachten Sie die Spitzenkandidatin. Na, ich komme schon dazu, aber nur damit wir es einmal richtig einordnen. Wir haben jetzt seit 2019, denke ich, 4 Landtagswahlen gehabt. Und überall, in jedem, das historisch beste Ergebnis, so auch in Wien. Da ist Hervorragendes geleistet worden von Birgit Hebein, vom Wahlkampfteam. Und das hat dazu geführt, dass 16 Landtagsabgeordnete das Ergebnis waren, ganz genau. Jetzt ist es offensichtlich darum gegangen, nachdem ja die SPÖ es bevorzugt hat, einen völlig erfolgreichen Weg zu verlassen und eine andere Koalition einzugehen. Wir würden lieber über die Grünen sprechen. Nein, das ist aber demokratisch völlig legitim. Ja, weil das hat ja das mit ausgelöst, so interpretiere ich das, um die Antwort zu begründen, die Sie gefragt haben, dass eine völlig neue Situation entstanden ist, dass die Grünen jetzt, und das ist demokratisch ja völlig normal und legitim, wir können ja auch Opposition, in die Opposition gehen und der Gemeinde, der Ratsklub, oder das sind ja gleichzeitig die Landtagsabgeordneten, haben hier mit ganz, ganz großer Mehrheit andere Personen für die nicht amtsführenden Stadträte vorgesehen. So ist es. Ja, jetzt hat der Birgit Hebein sich auf diese neue Rolle einzustellen. Wenn Sie jetzt eine neue Rolle sagen, könnte man auch sagen, auch vor der Wahl war es nicht allzu überraschend, dass der Wiener Bürgermeister und Birgit Hebein, dass die nicht besonders gut können und sich der Bürgermeister vielleicht nach einem anderen Koalitionspartner umschaut. Aber kommen wir zur jetzigen Situation. Birgit Hebein hat gestern gesagt, es geht ein Riss durch die Partei. Der ehemalige Wiener Landessprecher ist aus der Partei ausgetreten, hat auf Facebook groß und breit mit der Partei abgerechnet. Parteimitglieder sprechen von einem intriganten Stadl in Wien. Die
Bundespartei schweigt völlig dazu. Zumindest habe ich bis jetzt noch nichts gehört. Was muss denn passieren, dass Sie ein Machtwort sprechen? Zwei Dinge. Also wir sind nicht so organisiert, dass da mit Machtwörtern herumgepfudelt wird, sondern erstens habe ich mit Birgit Hebein nächste Woche ein Gespräch vereinbart. Was werden Sie ihr dort sagen? Na Moment, jetzt muss ich mal die Frage beantworten, denke ich. Die Herangehensweise ist doch die, dass wir jetzt das zur Kenntnis nehmen, und man muss das ja auch mal zur Kenntnis nehmen, es haben die Bezirke, die Landtagsabgeordneten alle mit überwältigender oder mit großer Mehrheit andere Personen gewählt. Das ist im Übrigen auch Demokratie. Trotzdem ist es so, dass Birgit Hebein hier einen großartigen Wahlkampf geführt hat, denke ich. Das war nicht so leicht. Und wir haben auch hervorragendes, weil Sie das jetzt noch angesprochen haben, eine hervorragende Gesprächsbasis und ein Arbeitsverhältnis. Birgit Hebein hat ja bei den Regierungsverhandlungen auf Bundesebene maßgeblich mitgewirkt, das Sozialkapitel verhandelt, im Übrigen auch das Sicherheitskapitel. Also Gratulation nochmal zum Wahlergebnis und vielen Dank. Aber das sind glaube ich, keine so spektakulären Vorgänge, wie man uns, ich habe schon Verständnis dafür, ja, von anderer Seite uns hier andichtet. Aber das wird alles in guter Zusammenarbeit weitergehen. Aber das auch heißt, mit dem Team. Sie als Parteichef mischen sich in Wien gar nicht ein? Wir sind nicht so organisiert, dass damit Machtwörtern durchgezogen wird, wie das da insinuiert worden ist. Aber ich glaube ja, dass es ja eine hervorragende Chance auf Neuaufstellung in Wien gibt. Besser wäre gewesen, nämlich für die Stadt und für die Bevölkerung. Die Grünen hätten weiter regiert. Das wollen wir denn sonst? Die zehn Jahre die lebenswerteste Stadt der Welt. Sie sagen, das war ein demokratisches Votum des Rathausgruppes. Es stört Sie nicht, dass das Votum der Basis ein Jahr zuvor damit völlig overruled wurde, sozusagen? Nein, das ist ganz einfach zu erklären. Wir haben hier verschiedene Funktionen gewählt. Das eine war die Wahl zur Spitzenkandidatur. Das andere war eine Wahl, also im Übrigen sind ja dann neue Leute zum Teil und Quereinsteigerinnen gewählt worden für diese nicht amtsführenden Stadträte. Die Birgit Hebein ist ja im Übrigen noch Parteivorsitzende. Und nicht mehr da lange geht's wahrscheinlich. Das werden wir sehen. Da wird's sagt die, sie selber, zusammen, sie wird ihre Nachfolge da geht es jetzt darum, Wochen die Zusammenarbeit wegen. Entsprechend zu organisieren. Aber die, weil Sie das ansprechen, die demokratischen Entscheidungen waren auf allen diesen Ebenen. Ich kenne überhaupt keine Partei, wo erstens so offen und öffentlich, sonst könnten wir gar nicht darüber reden, zweitens in derartiger Breite entschieden wird. Das ist immer noch, glaube ich, am weitesten verbreitet bei den Grünen. Stellen Sie sich jetzt, weil die Wiener Landesgruppe erstens in Opposition ist und zweitens als besonders linker Flügel der Grünen gilt, auf einen deutlich schärferen Kurs der Wiener Landesgruppe auch ihrer Regierungsbeteiligung mit den Türkisen gegenüber ein. Denn da hat es immer wieder Kritik gegeben, meistens hinter vorgehaltener Hand. Wird das jetzt viel mehr kommen und dann wird es doch zu ihrem Problem werden als Parteichef? Ja, also erstens sind wir an Lösungen orientiert und nicht an Problemen. Aber die Entwicklungen werden wir dann erfahren, wenn sie spürbar sind. Ich erwarte das, also jetzt im Sinn Ihrer Frage, ich erwarte das überhaupt nicht. Ich wäre selber, so wie in anderen Bundesländern auch, das ist jetzt pandemiebedingt weniger gut möglich, aber mit vielen Organisationen und also wir sind ja nicht nur Regierung und Parteispitze, mit vielen Organisationen und Mitgliedern hier Gespräche führen. Also wir sind da im besten Austausch. Und noch einmal, es gibt hier auch in Wien eine Erfolgsserie der Grünen, wie es sie vorher noch nie gegeben hat. Also, und trotzdem eine Parteikrise, wie sie vorher auch selten so öffentlich wurde. Wer soll denn Nachfolger, also, Nachfolgerin von Birgit Hebein werden? Ehrlich gesagt, so eine große Parteikrise sehe ich nicht. Und das andere wird sich ergeben. Wer soll Nachfolgerin werden von Birgit Hebein? Dazu kann ich gar nichts sagen noch. Also, wir sind ja alle noch in den entsprechenden Ämtern und das werden sich die Wiener Kolleginnen und Kollegen genau überlegen. Es ist ja jetzt einmal, an den nächsten Schritten zu arbeiten. Also keep cool down. Ja, ist wirklich, also das, ich halte das alles für überzogen. Tut mir leid. Wunderbar, ist auch schon ein schönes Schlusswort. Wir sind nämlich leider schon am Ende unserer Sendezeit. Ich bedanke mich aber ganz herzlich fürs Kommen beim grünen Parteichef und Vizekanzler Werner Kogler.
Danke fürs Fragenstellen, Doris Vettermann von der Kronenzeitung. Die Pressestunde gibt es auch als Podcast zum Nachhören. Unter Pressestunde Podcast finden Sie die aktuelle Sendung 30 Tage lang auf den gängigen Podcast-Plattformen. Jetzt im Anschluss geht es weiter bei Rebecca Salzer im Parlamentsmagazin Hohes Haus. Gast im Studio ist Gerhard Kaniak, Gesundheitssprecher der FPÖ, zum Corona-Krisenbudget. Und am Abend diskutiert Claudia Reiterer im Zentrum unter dem Titel Jung und Alt schürt Corona den Generationenkonflikt, unter anderem mit ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel und der Schauspielerin Chris Lobner. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Auf Wiedersehen.